Hallo und herzlich willkommen zurück bei Black Myth Wukong. Ich saß jetzt hier echt, also kennt ihr das? Ihr habt einen Gegner vor euch oder einen Bossgegner, an dem ihr schon einige Zeit hängt und dann ist plötzlich alles andere irgendwie viel interessanter. Also ich habe jetzt hier, es ist 22:30 abends, ich habe hier seit 7 gesessen und habe mich vor diesem Tiger gedrückt. Ich habe Videos über die PlayStation-Geschichte geguckt und habe ich mir irgendwann gedacht, nee, jetzt musst du wirklich mal anfangen. Es ist zwar total interessant und so, wie die PS3 gefloppt ist, was die PS4 gemacht hat, etc. etc. Und dann bin ich auf Linkin Park Videos hängen geblieben. Tja, und jetzt ist es 22:30. Und soll ich noch mal ein Ding erzählen? Solange hier noch die Ladesequenz ist. Ich habe tatsächlich nach den beiden Folgen, die ich hier aufgenommen habe, mit diesem doofen Tiger, nach der Folge mit dem Tiger, hatte ich extrem Nasenbluten. Also so schlimmes Nasenbluten hatte ich schon lange nicht mehr. Ich hatte so schlimmes Nasenbluten. Ich wollte noch Astrobot aufnehmen und ich musste das echt um eine Viertelstunde verschieben, weil ich es nicht in den Griff gekriegt habe. Das war, da habe ich mir gedacht, was soll das denn jetzt? Hat sich das Spiel rauskristallisiert in mein Innerstes. Oh Mann, ey, da ist er. Kann das sein, dass der irgendwie größer geworden ist? Ja, da müssen wir jetzt hin. Verdrängungsoption hat nicht geklappt. Jetzt muss ich mal ran hier. Hätten die das nicht die dritte, vierte, fünfte Welt machen können? Was weiß ich denn? Sechste Welt, siebte Welt? Warum jetzt? Okay. Das ging mir schon gut an. Junge! Nein! Au! Oh, nee. Ich seh nix. Wie sieht ihn an? Was geistig sind? Wo? Kann ich nicht mal im Blut. Dieses Viech. Ich glaube, das wird mir den letzten Nerv rauben. Ich hoffe, dass ich aber heute keinen Nasenbluten kriegen werde. Ich wollte danach direkt ins Bett. Bei weißer Bettwäsche ist das irgendwie doof. So. Gibt es hier eigentlich noch Viechers irgendwie, die man absammeln kann? Nee, oder ich hab's alle leer gesammelt. Wir könnten uns höchstens hin und her teleportieren, glaube ich. Noch nicht mal hier sind welche, oder? Ach,
ja, hier sind welche. Ach ja, was ich noch sagen kann, falls das jemand von euch wundert, ich habe einen Kommentar bekommen. Ich dachte, erkläre ich das gleich für alle. Warum ich meine Geistfunken nicht benutze, obwohl man umskillen kann. Ich neige dazu, nie wieder umzuskillen. Ich habe bisher bei keinem einzigen Spiel, was ich irgendwie spiele, umgeskillt. Und ich habe noch nicht mal umgeskillt, als ich am Anfang von Nioh 1 tatsächlich falsch geskillt habe. Ich habe in Nioh immer nur mit der Axt gespielt, aber ich habe am Anfang, weil ich es überhaupt nicht geschnallt habe, echt viel auf das Katana geskillt. Und ich habe es einfach nicht mitbekommen. Und ich möchte hier an sich, Entschuldigung, mir wie so ein Puffer übrig lassen. Mit diesen Geistfunken, dass ich mir eventuell für Gegner, wo ich nicht weiterkomme, dass ich dann die ganzen Geistfunken ausgeben kann. Und ich will es erstmal weiterhin so probieren, um eventuell seine Schritte oder seine Angriffe ein bisschen, ich weiß nicht, ich will nicht sagen, auswendig zu lernen, aber mir eventuell vor Augen zu halten, bevor ich hier meine ganzen Geistfunken irgendwie benutze. Und auch die ganzen Tränke, die will ich jetzt auch erstmal nicht benutzen, weil ich bin noch nicht an dem Punkt, wo ich sagen würde, Tränke helfen mir jetzt erstmal in dem Moment gegen diesen Gegner zu gewinnen. Ich weiß nicht, jeder geht ja da anders an so eine Sache ran, aber ich bin eher so, dass ich erst am äußersten Limit mache ich mir Gedanken, irgendwas anders zu tun. Ich habe bei Elden Ring jetzt auch ohne, also wie gesagt, es fiel mir schwer, meinen Kampfstil zu ändern, wenn ich mich irgendwie, was soll das denn hier? Hä, warum ist denn das wieder da? Wie oft soll ich jetzt hier meditieren? Aber wir schaffen das schon irgendwie. Ich weiß, dass wir das irgendwie hinkriegen. Ich weiß nur nicht, wie, wann. Ja, wie und wann. Also wie schon, aber wann, weiß ich nicht. Da steht doch einer. Ich habe ja gerade tatsächlich dran gedacht, irgendwie um den rumzulaufen, woanders hinzugehen. Ja, aber was soll das? Warum ging das? Also, warum? Also, wir gehen jetzt nochmal hier raus und rasten nochmal, weil ich auch nicht scheinbar gerastet habe. So, auf ein neues. Wie viel haben wir noch übrig? 12. Ja, ach so, stimmt, den habe ich ganz vergessen. Also ich weiß, dass es in der Demo einen, ich glaube, da gab es einen Skill. Da konnte man, da hat er sich auf den Stock gesetzt und dann hat er so von oben so nach unten geprescht. Mit dem Stock. Der war eigentlich ganz cool, aber keine dieser dieser Erklärungen in den Skills hat mir jetzt das Gefühl gegeben, dass es das ist, was es hier wirklich, also was das ist. Irgendwie. Hey, was soll das denn? Das hat ja immer super funktioniert hier. Funktioniert das wieder nicht? Hä? Wie weit müssen die denn hier stehen? Yeah!
Hilfe! Nein! Was? Wo bist du? Hey, also einen bei der Combo angreifen ist echt fies. Das mache ich mit dir auch nicht. Freund Blase. Nein, da, Wo ist er? Ich sehe ihn nicht mehr. Da ist er. Au! Wo ist er? Ich kenne ihn gar nicht. Halt mal, stopp. Ich muss mal kurz gucken, was ich überhaupt noch habe. Kann ich mir hier irgendwie jetzt doch irgendwas? Schadensreduktion. War vielleicht doof, das ausgerechnet jetzt auszuprobieren. Nein! 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 Ja! Ja! Ich hab's geschafft! Ich hab's geschafft! Heilige Kacke! Ich
长刀姐姐黄不比时候是你不是你小施主筋骨清奇正相应着铜头铁臂felsenfest war den Körper wie ein Fels um eingehend angebracht. Ey, das war jetzt echt. Ey, das ist so haarscharf. So haarscharf war zum Beispiel bei Returnal. Und da bin ich einmal aus Versehen ins Loch gefallen. Oh. Returnal auch saugeil, aber sauschwer. Zumindest zum Release-Zeitraum. Wir haben es geschafft. Oh, guck mal. Ich habe echt gar nichts mehr. Seht ihr, und wir haben noch 12 Geistfunken übrig, geht doch. Tigerwächter. Majestätisch und groß, mit wildem Gebaren, gestreiftes Fell, Augen wie Blitzes Scharen. Im Blutbad erhebt sich sein Zorn, so heiß, mit bronzenem Haupt und eisernem Schweif. Es schreckt und beißt. Ach, schade, ausgerechnet das von dem Krebel ist nicht übersetzt. Oh Mann, ey. Das ist echt schade. Ich liebe das, wenn er singt. Ich verstehe noch nicht so richtig, was wir jetzt hier oben tun sollen. Hufu stand da. Grimmigkeit aus Stein. Gesundheit. Wieso gab es keine Glucke? Kann man hier irgendwo speichern? Hufu verwenden. Hufu. Was? Hufu. Ja, jetzt kriege ich hoffentlich keinen Nasenblut. Schön. Ja, wir haben ihn erledigt. Ich habe jetzt echt damit gerechnet, dass ich jetzt 5 Stunden hier hocke und den, alle meine Geistfunken verbrauche und immer noch nicht mit ihm klarkomme, aber seht, wir haben 13 Geistfunken übrig für andere Gegner. Schön, gefällt mich. Dieser Lebensbalken. Wie, der ist jetzt wieder da. Das wäre so fies, oder? Du hast hier so einen Spielfehler oder so und er ist einfach wieder da. Also nochmal ganz kurz. Wir haben bei dem anderen Ding, haben wir Stein gebraucht und Tiger. Jetzt haben wir Tiger, jetzt brauchen wir nur noch Stein. Habe ich das richtig verstanden? Ich freue mich schon so auf die DLCs. Und auf den zweiten Teil. Das wurde ja alles schon von Game Science gesagt, dass da vieles in der Mache ist. Ja, ich hoffe, dass sie es irgendwie schaffen, dass es. Also, das verstehe ich jetzt nur wirklich nicht. Warum ist denn hier bitte eine Wand? Levelenden zu verstecken, würde ich mir im zweiten Teil wünschen.
Das sind ja immer so durchsichtige Dinge da sind. Ach nee. Ich hab's Ding so laut. Könnte jetzt gerade laut sein. Nieder, bitte. Hier ist man auf jeden Fall sehr lange vergiftet. Ach so, ja klar. Duftende Jadeblumen. So, und was ist eigentlich hier mit dem... damit? Ach so, bevor wir weitergehen, ganz kurz noch. Wir müssen nochmal fortgehen, zurückgehen zu diesem Meditationsding. Nicht, dass das jetzt auch nicht gezählt hat. Natürlich hier durch die Brühe gehen. Haben wir erstmal die... Nahrungskette unterbrochen. Erst haben wir den Alten, na gut, den Alten haben wir nicht umgebracht, aber seinen Sohn, und der Sohn hat den gesnackt. Also, und jetzt, was soll das? Ich verstehe das absolut nicht. Was ist denn hier los mit diesem Meditationsding? Ich kann doch nicht immer meditieren, oder? Ich dachte, wenn man einmal meditiert, ist fertig. Ob sich jetzt irgendwas ändert. Nicht, dass das einfach nur sowas ist, wo man sich einfach immer hinsetzen kann. Ich verstehe es nicht, keine Ahnung. Könnte natürlich sein, dass es immer so ein bisschen Spielpause ist. Und jetzt ist er wieder da. So, hoi. Ja, hoi, haben wir geschafft. Natürlich nicht drauf, ist ja klar. Weiß man. Okay, wo ist denn hier unsere göttliche Führung? Oh, hier darf man auf einmal lang. Erstmal besser, wenn wir den da oben erstmal umbringen. Nein, lass mich. Nein. Da ist wieder so ein Ding. Ja, wer ist denn? Der ist ja vielleicht doof. Du musst ja erst einen Pfeil reinmachen und dann zielen. Oh Gott. Jetzt hab ich wieder Oberwasser. Aua. Hier, ich hab den Tiger umgebracht. Du kannst mir gar nichts. Davon sogar nur die Hälfte. Hä? Was ist denn er da oben? Pille. Ja, ist okay. Ist okay. Ist er ein Gegner? Oh, das ist ein Gegner. Porträts. Okay, ich mache mal den hier noch schnell rum. Der ist wahrscheinlich dasselbe. Jetzt können wir was Neues zusammen punchen. Was ist das? Kostet der nächste Einsatz von Felsenfest nur für kurze Zeit keinen Mana? Oh, also wenn man das so schön skillt. Okay. Ich muss mir mal angucken, was dieses Felsenfest überhaupt bedeutet. Ich habe vergessen zu rasten.
So, gucken wir erstmal. Die Skulptur am Tempel des lauernden Tigers. Okay. Verdorrte Leiche. Ach, da haben sie einfach oben das nicht übersetzt. In my lowly life, the end is here. Soul adrift, my body lingers there. Once suffered, the wicked wind's cruel sting. No peace shall wandering ever bring. Im Schatten des Gelbwindkamms, wo die Winde ein Labyrinth aus Sand weben, gab es kaum Handel. Nur in einem einsamen kleinen Dorf hangabwärts stand der einzige Bazar des Landes. Zwischen den Marktständen befand sich ein Laden des ewigen Lebens, der einzige Anbieter von Särgen. Eines schicksalshaften Tages saß der Ladensbesitzer müßig herum, als ein Mann gekleidet wie ein Bettler mit schwerem Schritt den Laden betrat. Als der Ladenbesitzer sich erhob, um ihn fortzujagen, sprach der Mann: »Wartet, mein Herr, ich bin nicht gekommen, um zu betteln, sondern um Särge zu kaufen.« Mit ruhigen Worten erzählte er, wie sein Dorf von Banditen verwüstet worden war und er jetzt 4 Särge brauche, um die Toten zur Ruhe zu betten. Der Ladenbesitzer war misstrauisch, aber fasziniert, und so stimmte er einer Bezahlung mit den örtlichen Kräutern Suoyang und Konggong zu. Der Ladenbesitzer rief seine Gehilfen und folgte dem Mann mit 4 Särgen auf einem Ochsenkarren. Sie kämpften sich durch Sand und Wind und erreichten das Dorf bei Einbruch der Dunkelheit. Dort murmelte der Mann: »Alles Leben endet und kehrt zur Erde zurück. Diese Winde können verheerend sein, und wenn unsere Körper nicht bestattet werden, verdreht er unsere Seelen. Bitte, Herr, begrab meine Familie mit diesen Särgen. In unserem Herd haben wir Suoyang und Konggong aufbewahrt. Nehmt so viel ihr wollt.« Und mit diesen Worten verschwand er. Der Ladenbesitzer betrat das Dorf und fand alle Bewohner dahingemetzelt. Keine Seele war mehr am Leben, und dort, wo vor einer großen Wohnstätte lagen der Mann und seine Familie, seit langem tot. Hastig begruben sie die 4 Leichen auf einer malerischen Klippe, nahmen nichts und flohen voller Furcht. Oh, das ist aber nett, dass sie die noch begraben haben. Das ist so witzig. Zu was gehört denn der Tigerwächter? Hier fehlt uns immer noch einer. Ich weiß halt nicht, wer uns da fehlt. Keine Ahnung. Tigerwächter. Oh Mann, das ärgert mich echt. Also das ärgert mich. Okay, kümmert sich dran ändern. Vielen Dank, dass ihr bei dieser extrem erfolgreichen Folge dabei gewesen seid. Und sie war auch sogar spannend. Habt einen schönen Tag. Bleibt gesund. Danke an Robert Dark für die Kanalunterstützung. Und ich würde sagen, wir sehen uns morgen hier im Dorf wieder, wenn wir wahrscheinlich auf die begrabene oder immer noch oder nicht mehr begrabene Familie treffen werden. Tschüss!